Hallihallo, ich bin Katrin von Echt Katrin und ja, hier geht's normalerweise um die wunderbare Welt der Düfte. Da ich aber seit mittlerweile 12 Jahren Beauty-Bloggerin bin und ich neulich leichtsinnigerweise auf Instagram angekündigt habe, dass ich meine Make-up-Schubladen mal wieder aufräumen sollte, soll es heute auch mal darum gehen. Wenn euch das nicht interessiert, klickt gerne weiter. Nächste Woche geht's dann wieder los mit den Düften. Es ist aber so, dass ihr mich gebeten habt, euch mitzunehmen. Und da das auf Instagram regelmäßig den Rahmen sprengt, möchte ich diese Plattform hier nutzen, da ist das mit den Videos einfach ein bisschen leichter. Gleich vorweg, ich habe nichts gereinigt. Ihr kriegt die Sachen so zu sehen, wie sie aus dem Schrank kommen. Das Reinigen mache ich dann hinterher, wenn ich mich entschieden habe, welche Produkte ich behalte oder nicht. Ihr werdet also diverse Handcreme, Fingerabdrücke sehen, Staubkörner etc. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht, Mensch, Katrin, fängst du mit den Teint-Produkten an? Foundation, Concealer, Puder, da hast du nicht so viel, da hast du deine Favoriten, da bist du schnell mit durch. Ja, Pustekuchen, es hat sich herausgestellt, dass es die Kategorie ist, in der ich, glaube ich, am meisten Produkte habe, weswegen ich das auch teile. Das hier sind die flüssigen Produkte, die Pudergeschichten kommen dann an anderer Stelle. Für euch zur Info vorweg, ich habe einen neutralen Hautunterton. Das heißt, solange Dinge nicht zu gelb oder zu pink sind, kann ich sie für mich irgendwie handelbar machen. Werdet ihr vor allen Dingen gleich bei den Concealerfarben sehen. Ja, wir starten mit den Produkten, die man als allerletztes aufträgt, nämlich den Setting Sprays. Drei an der Zahl. Mein liebstes ist leider leer, das muss ich neu kaufen. Das ist der All Nighter von Urban Decay. Ich habe hier einmal von Catrice das Ultra Last Fixing Spray. Das tut genau das, was draufsteht. Es ist transferproof, waterproof, kein Alkohol, kein Parfum. Ist an sich ein super tolles Produkt. Allerdings ist der Sprühkopf wirklich für die Tonne. Der rotzt einem das Setting Spray tropfenweise ins Gesicht. Ich quäle mich da jetzt durch. Das Ding ist fast leer. Zum Umfüllen bin ich zu faul, aber das wird nicht nachgekauft. Dann habe ich das hier von Hypoallergenic. Das ist mir zu Feuchtigkeit spendend. Also das ist nicht das, was ich von einem Setting Spray, von einem Fixing Spray erwarte. Das verwende ich vor allem, wenn ich Lidschatten ansprühe, ne? Also Pinsel feucht mache. Dann nehme ich das hier. Dafür passt es mir. Und dann das hier von Morphe. Morphe ist für viele ein rotes Tuch. Auch ich bin eigentlich kein Freund der Marke. Allerdings ist dieses Setting Spray, dieser Continuous Setting Mist, großartig. Das ist nämlich genau, wie es draufsteht. Ein durchgehender Sprühstrahl, wie bei einem Deo. Ein ganz feiner Nebel. Großartig, ist nicht ganz so fixierend wie das von Catrice oder eben auch der All-Nighter. Aber für so ein Alltags-Make-up für mich völlig ausreichend. Dann kommen die Concealer. Dann habe ich einmal den hier. Das ist der Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage von Too Faced in der Farbe Snow. Der ist für mich jetzt viel zu hell. Das ist maximal eine Winterfarbe für mich und ich stelle fest, er passt einfach nicht mehr zu meiner Art, Make-up aufzutragen. Also der ist wirklich Full Coverage. Dadurch, dass er jetzt zu hell ist, lässt sich das auch nicht kaschieren. Denn gerade Produkte, die sehr Full Coverage sind, da schimmert halt dann auch die eigene Haut nicht mehr durch. Das gleicht dann normalerweise etwas, was zu hell ist, immer noch ein bisschen aus. Nee, also den habe ich schon sehr, sehr lange. Der ist schon sehr lange offen. Den würde ich maximal wieder im Winter verwenden. Das heißt, der kommt jetzt tatsächlich weg. Denn ich trage selten so ein richtiges Full-Face-Make-up mit einer wirklich stark deckenden Foundation. Dann würde ich zu sowas greifen, weil es einfach komisch aussieht, wenn ich eine stark deckende Foundation trage und kaum Concealer. Oder umgekehrt, wenn ich kaum Foundation trage und dann so einen Concealer, das passt nicht. Also wenn der so alles unterm Auge egalisiert und ansonsten scheint überall die Haut durch. Nein, also das entspricht nicht mehr mir. Ich finde auch das Finish nicht so schön. Der ist mir ein bisschen zu matt. So vor 5 Jahren hätte ich das noch getragen, aber jetzt braucht es für mich das nicht mehr. Der geht. Genauso wie der hier. Das ist der NARS Radiant Creamy Concealer in der Farbe Vanilla. Das ist eine von beiden Farben, die es bei Sephora in dieser Travel Size gibt. Andere Farben gibt es in so klein, nicht meines Wissens. Sieht wie alle NARS Packagings einfach echt usselig aus. Der passt mir jetzt, ist im Winter zu dunkel. Der matteste Concealer, den ich besitze, und der setzt sich einfach unschön ab. Also, ich kenne keinen Concealer, der sich bei Haut wie meiner nicht irgendwie so ein bisschen in den Fältchen absetzt, wenn ich sie nicht setze. Ich glaube, alles andere wäre gelogen, gerade weil die Haut unter den Augen durch das ständige Blinzeln und so sich ja auch bewegt. Aber der macht einfach so ein mattes Finish, das gefällt mir nicht. Also der kommt auch weg. Dann habe ich hier den MAC Pro Long Wear Concealer in der Farbe NC20. Den benutze ich seit vielen, vielen Jahren. So sieht er auch aus.
um Pickel abzudecken. Der deckt wahnsinnig gut, der hält wahnsinnig gut. Er ist so gut wie leer. Es fällt mir jetzt wirklich schwer, da noch die Reste rauszukriegen. Ich könnte mit ein bisschen Gewalt wahrscheinlich hier den Kopf abschrauben. Das ist mir bisher nicht geglückt. Ich habe Angst, dass mir das Ding in der Hand zerspringt. Das ist Glas. Ja, also er riecht noch normal. Er hat sich auch noch nicht getrennt. Deswegen habe ich ihn bisher auch immer wieder verwendet. Aber ich muss da wirklich mir jeden Morgen den Wolf pumpen, um dann noch ein bisschen was rauszukriegen. Ich glaube, der muss gehen, da muss ein neuer her. Super Concealer würde ich aber wirklich nur zum Spot concealen für Hautunreinheiten und dergleichen verwenden. Dann haben wir hier von Glam Shop den Concealer in der Farbe 2. Die haben meines Wissens nur 3 Farben. Das ist die mittlere. Ja, zudem habe ich noch keine wirkliche Meinung. Also er ist ziemlich deckend. Er würde mir im Winter, im Sommer wahrscheinlich auch zu hell sein. Jetzt im Winter ging's. Ich fand ihn jetzt nicht besonders pflegend. Ich fand ihn auch nicht besonders austrocknend. Ich würde mein Lieblingswort solide benutzen, um diesen Concealer zu beschreiben. Ich muss ihn aber setten, sonst kriegt er auch ordentlich. Dann haben wir hier einen meiner liebsten Concealer aus der Drogerie, der Perfect Match von L'Oreal. Ich habe die Farbe 1RC Rose Ivory. Also im Vergleich sieht man auch, dass der einfach ziemlich roséfarben ist. Ich weiß gar nicht, ob das Handy das einfangen kann. Ich muss mit dem Handy filmen, aber auch den kann ich tragen. Den nehme ich gerne, wenn ich wenig bis kaum Make-up trage. Der ist feuchtigkeitsspendend. Der verleiht so einen leichten Glow, hat eine mittlere Deckkraft. Ja, mag ich gerne. Genauso wie den zweiten Concealer aus der Drogerie. Und zwar ist das hier der True Skin High Coverage Concealer von Catrice in der Farbe 010 Cool Cashmere. Der deckt mehr als der von L'Oreal, ist auch ein bisschen matter im Finish, hält aber tatsächlich sehr gut. Ich sette alle meine Concealer mit dem gleichen Produkt. Das werde ich euch dann, wenn es um die Puderprodukte geht, nochmal zeigen. Also den würde ich auch nachkaufen. Der gefällt mir gut. Mein allerliebster Concealer ist aber der hier, der Forever Skin Correct von Dior in der Farbe 1N. Im Winter ist die mir fast ein Ticken zu dunkel für unter den Augen. Ich muss dazu sagen, ich habe Augenschatten, die rühren aber daher, dass ich wenig Unterhautfettgewebe habe. Also es ist tatsächlich ein Schatten. Es ist nichts, was ich wirklich abdecken könnte. Also ich muss da keine Äderchen oder keine Verfärbungen abdecken, sondern eher aufhellen. Und im Winter wird das schwierig mit dem Aufhellen. Er passt zwar, aber er ist halt nicht heller als mein Hautton. Jetzt im Sommer geht's. Ich müsste mir mal die 0N angucken, wobei ich glaube, die ist sehr hell. Also die wäre dann wirklich nur was für den tiefsten Winter. Das Ding ist perfekt, auch zum Spot Concealen. Den verwende ich auch, wenn ich ansonsten keine Foundation trage. Den trage ich dann überall auf die Stellen auf, wo ich so ein bisschen Deckkraft haben möchte und verblende den dann mit einem etwas größeren Pinsel. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal im Insta-Feed gezeigt. Müsst ihr mal schauen. Also wenn ich mich für einen Concealer entscheiden müsste, den ich immer wieder nachkaufe, dann wäre es der hier. Und dann haben wir noch einen Concealer, der eigentlich keiner ist. Und zwar ist es der Touche Eclat von Yves Saint Laurent in der Farbe 1. Ich musste 38 Jahre alt werden, um den dann irgendwann mal auszuprobieren. Und auch nur, weil er bei Boutonniere als Saisonartikel rumlag und besonders günstig war. Ich hätte ihn mir, glaube ich, in der Parfümerie nicht gekauft, aber ich habe ihn einfach mal mitgenommen. Und er ist genau das, was er auch vorgibt zu sein. Also das ist kein Concealer, der irgendwie groß abdeckt, der hält tatsächlich auf. Deswegen mag ich ihn ganz gerne. Wie gesagt, für meine Augenschatten ist der perfekt. Wenn ich kein Make-up trage, wenig Make-up, dann gebe ich den einfach unter die Augen. Der pflegt sehr, der hat so ein bisschen lichtreflektierende Pigmente. Also gerade für reifere Haut, nenne ich es jetzt mal, ist der super. Deckt aber nichts ab. Das muss einem klar sein. So, dann habe ich hier zwei Primer, die so ein bisschen so ein stiefmütterliches Dasein führen. Das sind die letzten ihrer Art. Alle anderen habe ich schon aussortiert. Ich verwende schlichtweg nie Primer. Also ich muss mir das ganz bewusst vornehmen, einfach weil ich grundsätzlich Lichtschutzfaktor trage. Und wenn ich dann noch einen Primer auf die Haut gebe und darüber eventuell noch ein Make-up-Produkt, dann ist mir das einfach zu viel. Die beiden habe ich aber behalten. Einmal so ein Pore-Filler, den ich dann immer gerade um die Nasenflügel auftrage, wo die Poren doch deutlich sichtbar sind bei mir. Und das hier, das war ein PR-Sample, der Charlotte Tilbury Primer mit Lichtschutzfaktor 50. Also das ignorieren wir jetzt mal. So viel würden wir nie auftragen, als dass wir den Lichtschutzfaktor erhalten. Aber das ist halt so ein Luxusprodukt. Den schmeiße ich nicht weg. Den werde ich irgendwie auch noch aufbrauchen. Ja. Aber die würde ich jetzt nicht nachkaufen, weil ich so gut wie nie Primer verwende. Dann kommen wir auch schon zu den Foundations. Ich habe hier noch einmal die normale CC Cream von It Cosmetics. Habe ich
vor der Pandemie wahnsinnig gerne verwendet, war mein Go-To. Die Farbauswahl ist ein bisschen bescheiden. Also ich habe immer so ein bisschen mixen müssen zwischen Light und im Sommer dann ein bisschen Medium, wobei Medium schon wieder fast zu dunkel ist. Also ich weiß nicht, ob sich das in den letzten Jahren geändert hat. Ich habe dann während der Pandemie, während der Maskenzeit aufgehört, tönende Gesichtsprodukte zu tragen, vor allem die hier, weil die CC Cream nicht transferproof ist. Also die hing dann komplett in der Maske. Deswegen habe ich alle anderen jetzt auch aussortiert, weil die einfach schon zu oll waren. Das Ding ist noch ungeöffnet. Ich werde mich da jetzt mal die nächsten Wochen wieder rantrauen. Das bleibt. Das habe ich also, wie gesagt, sehr gerne verwendet. Ist allerdings pflegend, also ist so eine Mischung aus Hautpflege und Make-up. Da muss ich gucken, ob das mit meinem Lichtschutzfaktor gegebenenfalls kollidiert, denn auch da setze ich nicht drauf. Und es ist halt, wie gesagt, nicht transferproof. Also es reibt sich auf jeden Fall ab. Bleibt aber noch. Dann habe ich hier passend zum Concealer die Perfect Match von L'Oreal in der Farbe 1.5N. Wie ich finde, eines der besten, wenn nicht das beste Make-up aus der Drogerie. Macht genau das, was ich von dem Make-up möchte. Es ist nicht mattierend, es ist nicht zu glowy, es lässt die eigene Haut durchscheinen, egalisiert aber so ein bisschen, hält auf meiner Haut relativ lange. Ich habe eine feuchtigkeitsarme Mischhaut, das zur Info für euch. Das wird auf jeden Fall nachgekauft. Dann habe ich hier die Born to Glow in der alten Formulierung, glaube ich. Irgendwie ist mir so, als hätten sie die reformuliert. Ich bin mir nicht sicher. Naturally Radiant Foundation in der Farbe Vanilla, die habe ich neulich mal wieder aufgetragen. Also ich habe alle diese Produkte, zumindest die, die ich längere Zeit nicht getragen habe, in den letzten Wochen mindestens ein, zweimal aufgetragen, um zu schauen, sind die noch was? Gefällt mir das Hautgefühl noch? Gefällt mir die Farbe noch? Also ich kann zu allen was sagen. Die ist es nicht. Die ist mir zu glowy. Die saß auch nicht schön auf meiner Haut. Die habe ich anders in Erinnerung, da war ich fast ein bisschen erschrocken. Ich habe die eine Weile sehr gerne getragen. Aber das ist jetzt nichts mehr für mich. Also die kommt auf jeden Fall weg. Die ist auch schon ziemlich lange auf. Genauso wie die Bare With Me. Den gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr. Die Reihe hat nichts rausgenommen. Ist dann auch immer blöd. Also ich hänge dann auch nicht an solchen Dingen, wenn ich weiß, ich kann sie eh nicht nachkaufen, wenn sie mir gefallen. Die gefällt mir aber auch tatsächlich nicht. Also das war auch, das war ein Hauch von nichts. Auch irgendwie zu glowy. Saß komisch auf der Haut. Ich sag jetzt immer, saß komisch auf der Haut. Aber also für mich war das nix. Ja, die kommt auch weg. Ja, ich habe es mal versucht mit dem Magic Finish von M. Assam in Porcelain. Es gibt ganz viele, die darauf schwören. Ich habe die ersten ein, zwei Mal auch gedacht, oh, das ist ja ganz cool. Das trocknet so ein bisschen pudrig weg. Damit wirbt es ja auch, dass man diese Sachen nicht abpudern muss. Ist also nicht so glowy wie die Sachen, die ihr eben gesehen habt, aber wenn das dann so nach 10 Minuten sich so richtig gesetzt hat, dann sieht das auch nicht schön aus. Obwohl diese Marke ja tatsächlich eher die reiferen Kundinnen anspricht, zu denen ich ja dann demnächst auch gehöre, sag ich mal so. Und das eigentlich für meine Hautbedürfnisse sein sollte, wie gesagt, ich habe feuchtigkeitsarme Mischhaut, saß das nicht schön. Also das war wirklich zu pudrig. Es hat sich abgesetzt, man sah, dass ich Produkt auf dem Gesicht hatte und das gefällt mir nicht. Also auch das kommt weg. Oh, meine Hassliebe. Nein, Hassliebe, also Liebe eigentlich nicht. Es ist eher Hass. Es sieht aus dem ganz schlimm aus. Von Kier Weiß, die Foundation in der Farbe Paper Thin. Traumhaft schöne Verpackung. Richtig wertig, richtig schwer. Ich glaube, die Verpackung kostet auch mehr als das Produkt. Ist für mich was so für. Ich sitze im Straßencafé und tupfe mir nochmal so ein bisschen was auf meine Pickelchen und Pigmentflecken und dann sitze ich da und wie die Französin und fresche so ein bisschen mein Teint auf. Aber das ist halt nix, wenn du richtig einen ganzen Arbeitstag lang Performance haben willst. Nicht für mich. Also das ist mehr drumrum, das ist mehr Chichi, hat mich insofern nicht überzeugt, als dass es ja für mich keinen Arbeitstag durchhält, an dem ich vielleicht auch ins Schwitzen komme. Von daher, und das Ding ist auch schon lange auf, ich weiß gar nicht, es riecht noch gut, anders als das Puder, zu dem kommen wir gleich. Ja, ich werde wahrscheinlich das Case hier aufbewahren, wobei ich werd nie einen Refill kaufen wahrscheinlich. Also damit bin ich nicht warm geworden. Ich bin aber auch kein Typ für so Cremeprodukte, das muss ich gestehen. Ich versuche es immer wieder, ich hoffe, ich blende euch nicht zu sehr,
Ich möchte es eigentlich behalten, weil es ja schick ist, weil es schwer ist, weil es teuer war, aber Kia Weiß und ich, wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Zumindest nicht, was die Türmprodukte angeht. Dann habe ich. Oh, siehst du, da hat das Öl sich auch gleich irgendwie durchgesetzt. So. Eine meiner liebsten Foundations, die Teint Idol Ultra Wear von Lancôme in der Farbe 010. Die ist mir jetzt im Sommer zu hell, offensichtlich. Sieht man jetzt schon. Ist meine Winterfarbe. Ist eine tolle Foundation. Müsste ich mir vielleicht noch mal eine dunklere Nuance anschaffen. Die bleibt auf jeden Fall für den nächsten Winter. Dann kommen wir zu meiner zweiten Lieblingsfoundation aus der Drogerie. Auch die ist von L'Oréal. L'Oréal kann einfach Teintprodukte offensichtlich. Und zwar ist das die Perfect Match Nude. Aufpolsterndes, getöntes Serum. Ich habe erst gedacht, na, ob das was ist. Ist das hier vielleicht zu leicht? Ist das auch wieder nur so ein bisschen Glow mit einem Hauch von Farbe? Nee, die ist richtig schön. Ich habe mehrfach schon gelesen, dass Menschen sie mit der, wie heißt sie denn, dieser Luminous Silk von Armani verglichen haben im Finish. Kann es sein? Ich habe selber nicht verifiziert. Aber das ist ein unglaublich schönes, leicht bis mitteldeckendes Make-up tatsächlich, was sich ganz toll settet. Also wenn das eingezogen ist nach 10 Minuten, ich warte da auch immer ein bisschen mit dem Pudern, dann muss ich eigentlich nur noch die T-Zone ein bisschen abpudern. Und der Rest der Haut sieht einfach richtig gut aus. Nicht zu trocken, nicht zu glowy. Das gefällt mir richtig gut. Das ist die Farbe sehr hell. Die habe ich jetzt im Winter getragen. Und ich habe mir jetzt auch, ich weiß allerdings gar nicht, wo es steht, gerade heute frisch die Farbe hell, also die nächste Stufe gekauft, weil auch die ist schon ein bisschen zu hell. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Pipettenverschluss. Also man sieht, man schmiert sich den Kram zum einen überall hin und lässt sich auch blöd auftragen. Also da wäre mir ein Pumpspender lieber, aber ansonsten eines meiner Lieblingsprodukte, was den Teint angeht, aus der Drogerie. Dann habe ich hier von IT Cosmetics Your Skin But Better Foundation plus Skincare in der Farbe, in der Farbe, in der Farbe. Da, Medium Cool 30. Die oxidiert auf meiner Haut ziemlich. Also die ist auch jetzt, sieht man, ein Ticken zu dunkel. Die wird dann auch noch dunkler, wenn sie trocknet. Müsste ich im Sommer nochmal ausprobieren. Also ich habe sie jetzt getragen und das hat mir gar nicht gefallen, einfach weil der Hautton so ein bisschen off war. Die bleibt erstmal. Allerdings hat mich das, was ich da gesehen habe, jetzt auch nicht umgehauen. Ich muss das beobachten. Gleiches gilt für die hier. Das ist die Butter Believe It von Physicians Formula. Einmal in der Farbe Light und in der Farbe Light to Medium. Und die sind schon echt dunkel. Also das hier finde ich nicht light. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann sie jetzt gerade so tragen. Im Winter ging das überhaupt nicht. Die hier, da bin ich noch weit von entfernt. Habe ich neulich mal getragen, Foundation plus Concealer für alle Hauttypen. Gefiel mir nicht. Also das erste Mal hatte ich die anders in Erinnerung. Jetzt hat die sich irgendwie abgesetzt und hat kein ebenmäßiges Hautbild geschenkt. Also das war mir irgendwie zu viel. Und nee, also ich werde die nochmal jetzt versuchen. Wobei im Sommer wird meine Haut auch wieder fettiger. Also jetzt ist es halt eine trockene Mischhaut. Im Sommer schwitze ich, im Sommer kommen die Hautfette noch mehr durch und dann wäre die mir, glaube ich, zu viel, weil die ist tatsächlich mit einer relativ hohen Deckkraft gesegnet. Ich werde die noch ein, zweimal ausprobieren und dann glaube ich, dass ich mich von ihr trennen werde. So, ach, hier ist sie. Guck mal, da. Das ist die hell. Man sieht, das passt. Dadurch, dass sie dieses wirklich leichte bis mittlere Finish hat, die Deckkraft, passt sich das auch ganz gut an. Also meine Haut sieht jetzt immer so ein bisschen gerötet aus. Das wird das Handy wahrscheinlich noch verstärken, aber ich bin gespannt, wie die sich im Gesicht macht. Ich glaube, das wird was. Weiter geht's. Ich habe hier Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation in der Farbe 3 Neutral. Eine meiner deckendsten Foundation. Also die trage ich wirklich nur, wenn ich mal Lust auf so richtig Full Coverage habe. Kommt selten vor. Die steht also eher unten in meinem Schrank für ab und an mal, wenn mir danach ist. Ist keine Foundation, die ich regelmäßig tragen würde, aber ich behalte sie, falls ich mal was richtig Deckendes brauche. Gleiches gilt für die hier. Das ist die Classic Foundation von Glam Shop in der Farbe Olive 0. Die hat mir im Winter gut gepasst. Jetzt ist sie fast ein bisschen zu hell und auch das ist nur Full Coverage Foundation. Die gefällt mir vom Finish übrigens besser als die von Charlotte Tilbury und sie ist deutlich günstiger. Dann habe ich hier meine liebste High-End Foundation.
Die mag ich noch lieber als die von Lancôme. Und zwar ist das die Double Wear von Estée Lauder. Meine Winterfarbe 1N1 Ivory Nude und meine Sommerfarbe 2N1 Desert Beige. Über die geht nichts. Also wenn ich mich absolut verlassen muss, wenn ich weiß, dass mein Make-up so richtig lange halten muss und richtig gut aussehen muss, dann nehme ich die. Ich muss mir dringend einen zweiten Pumpkopf besorgen. Das ist nämlich, den muss man ja leider dazu kaufen bei Estée Lauder. Den gibt's nicht von Haus aus mit. Ups, dann haben wir hier die Healthy Foundation von Physicians Formula. Ich bin late to the party. Für vielen, vielen Jahren wurde die auf YouTube mal sehr gehypt, war die Foundation. Das ist die Farbe LC1. Die mag ich gern, hat eine leichte mittlere Deckkraft, schenkt ein schönes Finish, hat auch einen zu vernachlässigen Lichtschutzfaktor, hat halt so einen Applikator. Finde ich auch irgendwie, ja, finde ich besser als die Pipette von den anderen, aber am liebsten habe ich einfach den Pumpkopf. Wobei ich jetzt nicht zu denen gehöre, die sagen, das ist total unhygienisch, weil Concealer schmiere ich mir auch so unter die Augen. Da meckert auch keiner. Aber ich finde es einfach nicht so praktisch. Das ist mein einziges Problem damit. Aber die merke ich tatsächlich auch gern. Die bleibt. Ich habe doch ganz schön viel Make-up, stelle ich fest. Neu in Gebrauch, was heißt neu, aber relativ neu in Gebrauch, habe ich die Perfect Cover BB Cream von Misha in der Farbe 21. Die muss ich euch mal zeigen. Denn die, wenn man die aufträgt, die sieht, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht mit dem Handy, die sieht wahnsinnig grau aus. Also die ist so richtig neutral. Ist auch eher eine Winterfarbe für mich. Aber wenn man die verteilt hat, dann egalisiert die wunderbar alle Rötungen und dann sieht die auch nicht mehr so grau aus. Also dann sieht die echt schick aus. Aber im ersten Moment kriegt man immer einen Schreck, weil es kein Produkt gibt. Keines von diesen Produkten ist so neutral, ist so grau, ist so kühl wie die hier. Macht aber ein sehr schönes Finish. Dann habe ich hier seit Ewigkeiten eine Probe der Synchro Skin von Shiseido. Und ich habe mir vorgenommen, die irgendwann nochmal zu testen, weil ich viel Gutes drüber gehört habe. Das ist die Farbe Neutral 3. Zwischendurch habe ich jetzt aber auch wieder gehört, dass die doch nicht so dolle sein soll. Also irgendwie habe ich diese Probe noch nicht ausprobiert. Das ist so ein bisschen wie, ich freue mich drauf, aber es muss der richtige Zeitpunkt sein. Könnt ihr das nachvollziehen? Make-up-Enthusiastinnen können das vielleicht nachfühlen. Die bleibt, den muss ich auch zeitnah echt aufbrauchen. Ja, und dann habe ich hier den Make-up Forever Ultra HD, die Ultra HD Stick Foundation. Die ist im Gesicht ganz furchtbar. Gar nicht schön. Die hatte ich einmal mit und nichts anderes und musste die also zumindest punktuell im Gesicht auftragen für Fotos. Es war eine einzige Katastrophe. Warum habe ich diesen Stick überhaupt? Ich habe mich vor vielen Jahren einer hautärztlichen Mini-OP unterziehen müssen und sah dann ein bisschen aus, als hätte ich irgendeinen fiesen Ausschlag. Also ich hatte lauter kleine Wunden auf der Haut und habe dann gedacht, ja nee, im Hochsommer die ganze Zeit mit dem Schal rumrennen, ist irgendwie blöd, du brauchst was, was es abdeckt, und bin dann in München zu Sephora gegangen und habe gesagt, hier, guck mal, ich brauche was, was das so richtig abdeckt. Und sie empfahl mir dann diesen Stick, das ist die Farbe 115 R230, ich weiß gar nicht, ob es den so überhaupt noch gibt. Der deckt wirklich richtig, der hält auch sehr, sehr gut, ist mir im Gesicht viel zu hell, hat aber am Hals gepasst in dem Moment. Ja, und da ich mir vorstellen kann, dass ich bestimmt nochmal irgendwie zum Hautarzt muss und bestimmt ähnlich aussehe, behalte ich das Ding. Genau aus diesem Grund. Also das ist wirklich toll, um am Körper irgendwas abzudecken. Ja, das war's. Ich sortiere also aus die Sachen. Und behalte den Rest. Wobei es eben Dinge gibt, die ich nicht so oft verwende. Die hier. Und die. Ja, die Sachen, die kommen also nach unten in die Schublade für irgendwann mal und wenn es passt und ganz gelegentlich. Und der Rest, sofern er denn jetzt meiner Sommerfarbe entspricht, kommt in den normalen Gebrauch, in die normale Rotation. Das waren sie, meine flüssigen Produkte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kleiner Einblick. Ich bin mittlerweile ganz gut dabei, mich von Dingen zu trennen. Ich bin da skrupellos. Ich
möchte keinen Ballast mit mir rumschleppen. Und ich habe das neulich an anderer Stelle schon mal gesagt. Es gibt so Make-up-Produkte, die schleppe ich dann immer mit mir rum, weil ich denke, nee, die kannst du nicht wegwerfen. Die waren irgendwie teuer oder die sind zu schade und vielleicht brauchst du sie irgendwann nochmal. Erfahrungsgemäß versauern die im Schrank und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich die Schublade aufmache. Deswegen bin ich da ziemlich skrupellos. Ja. Kleiner Disclaimer noch. Ja, ich habe viele Teint-Produkte. Ja, ich würde mit weniger auskommen, aber das, was ich hier tue, ist zwar nicht mein Job, aber mein freizeitfüllendes Hobby. Und es ist in Anführungsstrichen mein Job, euch vor Fehlkäufen zu bewahren, euch zu inspirieren, die für euch richtigen Produkte zu verwenden. Und da muss ich einfach Dinge ausprobieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch heute und auch sonst gefällt, was ich tue, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Zuschauer, die das noch nicht getan haben. Es würde mir wahnsinnig helfen, wenn ihr mich abonniert. Wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt oder vielleicht sogar einen Kommentar da lasst. Welches sind denn eure liebsten Teint-Produkte? Ich lasse mich ja immer gerne inspirieren. Auch wenn ich viel habe, es könnte ja noch das super Produkt um die Ecke kommen. Vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!